Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Fluchbrecher. Und oh, hier wären wir beinahe ins Feuer reingelaufen. Wir haben den Fluch gebrochen von Daphne. Der Baum ist ja eigentlich noch da. Nee, der Baum ist. Doch, der ist noch da. Ich dachte gerade, der wäre weg. Nein, der Baum ist noch da. Die Axt steckt auch noch drin. Aber Daphne ist nicht mehr im Baum. Und weil ich euch mag und weil ich neugierig bin natürlich, bin ich nochmal zurückgegangen. In der Zeit quasi. Und habe. Hier gibt es doch auch. Warum benutze ich das nicht einfach? Und haben nochmal das. Ui. Habe nochmal das Dings rausgesucht, was die Hexe da versteckt hatte. Ach du Schande, was ist denn hier los? Da, durchweichter Brief. Und das war was über die Einnahme von Schafgarbe. Na geil. Wie finde ich das jetzt? Gar nicht am besten, ne? Also hier das Ganze zu finden, ist natürlich auch ein bisschen. Eieiei. Nee, also irgendwo, ja, keine Ahnung, es muss ich irgendwo, dann suche ich es eben doch übers Inventar raus am besten. Oder auch nicht, ich meine, ich habe es selber noch nicht gelesen. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool gewesen, wenn ich das hier gefunden hätte irgendwie. Bemerkung zur richtigen Verabreichung von Schafgarbe. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, heilen die Blätter dieses Krauts, wenn sie auf den Körper gelegt werden, alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkältung, Koliken und Appetitlosigkeit. Zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stiele der Schafgarbe zum Wahrsagen benutzt werden. Diese Art der Weissagung mag vielleicht seltsam erscheinen, ist in Wahrheit aber einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf die Frage konzentrieren und erhält eine sowohl genaue als auch befriedigende Antwort. Aha, okay. Und ja, wir haben ja diesen Gareth, heißt er, gefunden. Beim letzten Mal unter die Rüstung war er total lediert irgendwie. Da hat Geralt sich ja noch gefragt, was passiert ist. Magie oder irgendwo runtergefallen. Und wenn man da nochmal genau hingeguckt hat, hat man über ihm tatsächlich einen Schacht gesehen, der von der Oberfläche direkt bis nach da unten geführt hat, wo er lag. Das heißt, es wäre zu vermuten, dass der arme Mann da einfach in so eine kleine Spalte gestürzt ist und dann da unten gestorben ist. Und ob da Magie natürlich einen Einfluss hatte, weiß man nicht. So. Schatz suchen, spontane Profite. Der Fasan, ach ja, ah, richtig, in der Fasanerie sollten wir vielleicht auch mal vorbeigehen, bei Gelegenheit. Aber ja, wir suchen uns erstmal die nächste Quest, mehr als ein Meister zum Beispiel. Ah, nee. Sind wir jetzt schon bei Stufe 42 Quests angekommen? Das große Turnier. Die fliegenden Fäuste, sollten wir noch machen, das Hungerspiel. Ja. Besuche Corvo Bianco und finde heraus, wie es Marlene geht. Wo sind wir denn gerade auf der Karte? Ja, da wäre Corvo Bianco tatsächlich das nächste und dann kümmern wir uns mal um die beiden Weingutfäden vielleicht. Was heißt vielleicht? Auf jeden Fall machen wir das. Ja, in der Reihenfolge. So, das heißt zu. Und fliegende Fäuste machen wir natürlich, wenn wir durch Toussaint durchkommen. Corvo Bianco besuchen. Das machen wir als nächstes. Dann können wir uns noch um die Fasanerie kümmern und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das könnte ganz interessant werden, ganz lustig. Wir schauen mal. So, wir sollen also zurück nach Hause. Ist ja auch schon spät. Ist dunkel. Plötze ist auch schon irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wo sie hingerannt ist heute. Plötze.
Keine Ahnung, sie ist weg. Plätze. Da ist Plätze. Ja, so rennen wir mal dran vorbei. So, auf geht's. Ach, das ist hier unser Kumpel, ne, mit seinem Hund. Hund in Anführungszeichen. Boah, der ist aber geschickt ausgewichen. So, hier rechts lang. Sicher Plätze. Ja, wir schauen mal. Sieht zumindest aus, als wenn wir in die richtige Richtung reiten würden. Okay, plötzlich Navi weiß gerade selber nicht so richtig, wo wir lang sollen. Jetzt hat es sich wieder auf eine Richtung geeinigt mit sich selbst. Da war irgendwas Nasses auf dem Boden. Ach, hier sind wir gerade am Turniergelände. Na, da sprengen wir mal drüber. Beziehungsweise plötzlich Navi sagt, wir sollen hier abbiegen. Keine Ahnung, was plötzlich Navi immer für ein Problem hat, uns einfach über einen Weg irgendwo hinzuschicken. Ich meine, querfeldein, den Pfeil nach können wir auch reiten. Das ist nicht das Problem. So, plötzlich Navi sagt, hier kommen wir runter. Ja, tatsächlich, da kommen wir runter. Super. Cabo Bianco im Sanretour-Tal. So, Plötze, du darfst es im Stall gemütlich machen. Ich mach's mir da im Bett gemütlich. Denke ich mal. Ja, wir reiten ja auf die Terrasse drauf, oder? Plötze? Komm schon. So, Plötze, schlaf gut, bis später. So, und wir fragen mal Marlene, was sie hier denkt. Aber vorher werden wir, weil es gerade zum Thema passt, uns neue Nahrung ins Inventar ziehen, die hoffentlich auch ein bisschen was regeneriert. Fisch war super, ne? Der hat 80 regeneriert. Zwiebeln leider nicht so viel. Wovon haben wir denn auch richtig viel? Wasser regeneriert auch nur 50. Trauben, auch nur 50. Eier, nur 50. Ach, schade, das Zeug, von dem wir so richtig viel haben, das bringt alles nur 50. Ja, was haben wir nur 36? Warum haben wir nur 36 Wasser? Wir müssen noch viel mehr Wasser haben eigentlich, oder? Wir nehmen doch ständig welches mit irgendwo. Na gut, dann eben Trauben. Lassen wir es uns gut gehen. Ernähren uns von Trauben. So, Marlene, erzähl doch mal, was ist los hier? I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. You know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Ja, dann bleib doch hier. Ja, geh in die Stadt und fang ein neues Leben an. Ja, die alte Frau, was soll die da ein neues Leben anfangen? Ich meine, womit soll die sich Geld verdienen? Sie kann hier bleiben, sagen wir. This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Yet... Yeah? After all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices, to sit at one table with others and... Natürlich können wir die Rezepte besorgen. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso.
Nothing could make me happier. Thank you. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my diary. I never wet, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. If you wish to find them, you must go to my old home, to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just that. Thanks. Oha. Ja, wo hat sie denn kochen gelernt? Zu Hause wahrscheinlich. I never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home as I brewed as a white? Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen. Her spit-roasted ox was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. Oha. You sure you don't feel lonely out here? I cannot say yet. Too little time has passed since you freed me of my thrall. But somehow, for now at least, I do not feel drawn to the city, to others. Visited others' homes as a white? Yes, but ever at night, when all were asleep, I went in search of spoons. Remember, you can always change your mind. Decide you've lived here long enough, just say the word. I'd never wish to seem ungrateful. And I'd never want you to stay against your will. Ja, da haben wir das ja geklärt, aber wenn sie nicht in die Stadt möchte, zum Glück haben wir sie nicht weggeschickt. See you later. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Ah, suche im Trastamara-Anwesen nach Marlenes Mitgift. Das ist doch wieder ewig weit weg jetzt, oder? Genau die Richtung, aus der wir gerade gekommen sind? Nein, genau die andere Richtung. Ach, da hinten ist das. Okay, na gut, da wollen wir sowieso demnächst hin in die Richtung. Er trifft sich ja total gut. Dann können wir aber vorher noch die fliegenden Fäuste erledigen und dann in die Fasanerie gehen. Aber ich würde sagen, vorher essen wir erstmal was. Gibt es hier was Leckeres zu essen? So, ich hätte Hunger. Wie sieht es aus mit was zu essen? Marlene, essen. I thank you for letting me stay. I cannot remember when last I was this happy. Ja, gut, okay. Das haben wir sie schon gefragt. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Ja, wo denn? Ich hätte jetzt gern was davon. Am Essen. Komm schon. Ja, keine Ahnung. Scheinbar gibt es nichts zu essen. Schwert- und Rüstungsständer, okay. Aber nichts zu essen. Ja, Essen ist scheinbar aus. Können wir hier ins Esszimmer was hängen? Der weiße Wolf von Graf Beledahl. Ja, das passt doch hier farblich ganz gut. How might I be of service, sir? Alles gut bei dir? Ja, okay, gut. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. So, dann würde ich sagen, ja, wir hauen uns eine Runde aufs Ohr. So ein Stündchen oder sowas reicht ja. Bettstufe königlich. Dauer 120 Minuten. Maximale Vitalität um, wow,
Alchemielabor. Und dann wird auch plötzlich Ausdauer, wenn wir hier 60 Minuten verbringen, erhöht. Wir hatten es jetzt 2 Uhr noch was. Dann pennen wir mal einfach bis um 5. Dann müssen wir 120 Minuten. Und dann ist das natürlich eine geile Sache. Bonus auf Erfahrungsgewinn im Kampf bekommen wir. Wenn wir hier schlafen. Cool. Ja, tatsächlich, da oben sieht man die ganzen Boni. Ja, cool. Also wir sollten vielleicht öfter mal zu Hause schlafen. Das scheint sich ja direkt zu lohnen. Plötze, komm her hier. Genug gepennt. Warum hast du eigentlich nicht im Stall geschlafen? Plötze will nicht. Dann gehen wir halt zu dir. Schon wach, Plötze? Sehr gut. Wir haben nämlich ein bisschen was hier mit Faustkämpfen heute vor. Da bräuchte ich ein munteres Pferd. Ja, schade, dass wir irgendwie nicht noch ein bisschen Wein anbauen können bei uns. Dieses Jahr, haben wir ja gehört, fällt die Ernte aus, weil im letzten Jahr oder sowas die ganzen Rebstöcke von Schimmel befallen waren. Was ist denn das hier eigentlich? Keine Ahnung. Wir reiten mal dran vorbei. Wir wollen ja runter zum Hafen, glaube ich, ne? Zu den Docks. Und den guten Maestro besiegen. Im Faustkampf. Und da kommen jetzt die 1000 Vitalitätspunkte zusätzlich. Vielleicht ganz gut zu passen. So, da müssen wir auch schon direkt sein. So, wo ist er denn, der gute Dockarbeiter, sehe ich hier. Aha. Man fordert den also nicht einfach so heraus, ja? Der ist betrunken. Das ist der betrunkene Meister, der Drunken Master. Ja, nice. Mal sehen, wie der kämpft. This is where I find the boxer they call the Maestro. Maestro, Champ, the undefeated. Folk call him many things. You are the Witcher who dropped the 3 lesser champions? I am. Come to fight the Maestro, but seems to me he's indisposed. Er wärmt sich auf. Alcohol is the Maestro's remedy for his crippling shyness. He's a delicate man, you see? He'd never so much as hit a pillow while sober. Fighting sober is like dancing to silence. Na gut. Forget fighting. Sure you can stand? You're blind drunk. Not your bum-bopping business. Ah, you cheat, you chat, while my vodka's gone flat. Will you fight, yay or nay? Ja, natürlich. Auf geht's. Let's go. I challenge you. Hold on. Whoa. I'm a man of principle. I keep to a code. I don't tinkle where I eat. And I don't fight folk who don't drink. Meaning? Meaning you're to drink. Or hey, diddle diddle out of here. Na geil. Dann kämpfen wir jetzt eben betrunken. Er wird schon hinhauen. Fine. Mesdames, Messieurs, the Maestro will perform at last. Na, dann gucken wir mal, wie schlimm das wird. Ach, sehr schlimm, wie es aussieht. Let's do this. So, da ist er. Hey, well packed. Under a post, yes. When I chop you, you come off.
Ja, wie gesagt, die Trunkenheitseffekte nicht mehr so schlimm wie im ersten Teil. Geradezu harmlos. Also es kämpft sich echt harmlos. Ne? Geralt reagiert auch noch richtig prompt. Also das ist echt, ja, gut gemacht, Geralt. Na komm schon, hau zu, Junge. Ja, schwierig ist es nicht, ne? Also die Trunkenheit hier, echt nicht so die Schwierigkeit in diesem Teil. Au. Na komm schon. Zack! Mit einem schönen rechten Schwinger haben wir ihn zu Boden geschickt. I'm pleased you stripped me of the title. I shall have more time to pursue my chief interest now. Trinken. Witcher Geralt of Rivia is hereby crowned Fisticuffs Champion of Beauclair. Bravo! Fisticuffs Champion sind wir. Behold your trophy. Na, sieht doch hübsch aus. A life without liquor is like loving without licking. Ah, wir leben ohne Lecken. Okay. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ja, also ihr seht das, ne? Die Kamera absolut stabil, ja. Dieser leichte Verschwimmeffekt. Harmlos. Lame. So, wir haben jetzt diese supergeile Trophäe bekommen. Und dann schauen wir doch mal direkt. Fliegende Fäuste war das in Toussaint, was der Questtext uns zu verraten hat. Ja, die drei Vorrundenkämpfe wirklich alle sehr gut. Jetzt der letzte, der Hauptkampf hier ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber gut. Geralt besiegte drei Gegner im Faustkampf und qualifizierte sich so, gegen den Maestro anzutreten. Und auch Toussaints Titelverteidiger besiegte er souverän. Als Belohnung erhielt er eine Trophäe, auf die er sich einiges einbilden konnte. Yay! So, das war natürlich falsch. Wo Kinder spielen, fliegen Fetzen. Da sind wir auch gerade hier, ne? Und das wäre gerade auch unser Levelbereich. Vielleicht sollten wir erstmal das machen, bevor wir hier irgendwie, weil wir gerade an den Docks sind, einfach nur. Na, also, Regis musste ein wahres Martyrium auf sich nehmen, doch die beiden erhielten die letzte Zutat für den Trank und der Vampir konnte sich an dessen Zubereitung machen. Geralt nahm eine Portion zu sich und bekam Vision. Er sah, wie Detlef mit einem jungen Schuhputzer sprach. So machten sich Hexer und Vampir auf, um diesen Schuhputzer zu finden. Ja, doch, wenn wir schon mal hier sind. Das soll gleich ganz in der Nähe sein. Dann werden wir da mal hingehen. Ja, guck mal, hier ist eine Kneipe. Waren wir schon mal hier in der Kneipe? Nee, hier in der Kneipe waren wir noch nicht, ne? Wer ist denn die Kneipe hier? Sind das hier die Glöcknerin? Oder? Das sieht ein bisschen so aus. Die Glöcknerin von Beauclair. Ein Freudenhaus. Aha. Na, dann gehen wir doch mal hinein. Sehr geschmackvoll eingerichtet hier. Reden wir mit der Bordellwirtin. Step into my parlor, my good sir. What brings you to Toussaint? Tell me. Let's call it business. Ah, then, a professional journey.
Nothing but work, tension, unfamiliar beds. One needs a way to relax at times. Perhaps my ghost could help you. Ja, vielleicht. Möglich hier. Cozy place you got. I'm pleased you noticed. You see, when I had set aside enough to found my own establishment, I wished it to be not a bawdy house, but a bawdy home. A place where patrons would not simply come, drop their host, then flee as soon as the girl rolled over. Here, the sheets do not reek of sweat, the beds have no bed bugs, and the wine is not watered down. It is a place where one longs to linger, to chat, sprawled in a comfortable chair, to light a pipe. All after paying a modest fee, of course. Natürlich. Willst du spielen? Unusual. Got a special request. Just need to keep this between you and me. You know well I shouldn't. Hey, who cares? How might I help? Gwent, you play? Ah, herrlich. Geralt hat es tatsächlich geschafft, das sehr anrüchig klingen zu lassen. So, wir spielen unsere nördlichen Königreiche. Und unsere Gegner möchten wieder mal gewinnen. Wir haben einen Spion, wir haben eine Finte. Wir haben Willentreten, Mert, wir haben eine Heilerin, wir haben zwei Katapulte. Ich überlege mal gerade, Geralt zum Beispiel einfach auszutauschen. Ich meine, Geralt ist cool und alles, aber ich hatte gehofft, noch einen Spion zu bekommen. Aber so geht's natürlich auch. So, dann schauen wir mal. Aha, na, da hat es sich doch gelohnt, dass wir Geralt ausgetauscht haben gegen einen von Grinfreds Drachenjägern oder auch alle von denen. 10 Punkte, ja, wirklich. Ja, das sieht doch schon eher nach was aus. Ich vermute, unser Gegner wird verbrennen haben. Deswegen benutze ich hier meine schwächste Link-Up-Einheit gerade. Passt. Und wir müssten nur noch 3 Punkte spielen. Problem ist, wir haben keine 3 Punkte. Also werden wir einfach diese 5 Punkte spielen und die dann wiederbeleben in der nächsten Runde. Aber wir hätten 4 Punkte spielen müssen, mein Fehler. Noch ein Horn des Kommandanten, na toll. Wir sind dran. So, mal gucken. Oh. Oh, hat aber gar nichts weiter gezogen. Auch interessant. Spielen wir denn Yen oder? Ne, wir spielen hier so einen einfachen Typen, ne? Schwierig. Ja, unser Gegner scheint aber kein Verbrennen zu haben, interessanterweise. Wenn er jetzt natürlich doch noch ein Verbrennen hat und wir die Runde verlieren, also sind wir ein bisschen am Popo.
Ich werde einfach mal unsere Anführerkarte benutzen. Einfach noch, um eine Runde hier rauszuholen. So, und dann verstärken wir einfach unsere Katapulte schon mal. Die sind sowieso die stärkste Einheit hier. Gutes Wetter. Ernsthaft? Ja, das scheint ja dann schon mal gewesen zu sein für unseren Gegner. Ach, eine klirrende Kälte noch. Na gut. So, und dann passt sie hier. Also sie hat echt kein gutes Deck, muss man sagen. Ich bin ja direkt ein bisschen enttäuscht. Von einer professionellen Gesellschafterin hätte ich natürlich Besseres erwartet. Ja, ich glaube, wir sind durch. Aha, einen Pilz haben wir bekommen im Bordell. super. Ach, das machen wir am Anfang der nächsten Folge, Leute. Für heute war's das nämlich schon wieder, stelle ich gerade fest, sorry. Wir machen ja beim nächsten Mal weiter, dann werden wir ein bisschen Spaß im Bordell haben und dann werden wir den Schuhputzer suchen, den Minderjährigen. Das steht in keinem direkten Zusammenhang, nicht mal in dem indirekten. Das ist einfach nur zeitlich direkt aufeinander folgend. Macht's gut, um es dann, habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ciao.